Ich melde mich hier aus dem Marienburgpark in Monheim, denn hier steigt am 18.06. die Marienburger Sommernacht mit einem Künstler, der schon ein paar Mal hier in Monheim dieses Jahr zu Gast war und hier den großen Abschluss seiner Künstlerresidenz feiert und sein aktuelles Album Continuum mit Orchester erstmals live auf die Bühne bringt. Nils Wilker, grüße dich. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi, schön, dass du dir Zeit gefunden hast. Jetzt sind wir hier im Marienburgpark, Open-Air-Konzert im Sommer. Können wir schon ein bisschen Live-Luft schnuppern hier? Wie groß ist die Vorfreude? Ja, ich freue mich riesig auf den Abend. Also erstens Open-Air zu spielen, das ist eh immer toll. Das ist ein schönes Ambiente hier. Wetter wird ja eh mitspielen. Ja. Und ja, und es ist eben eine Premiere, wie du schon gerade sagtest. Das erste Mal, dass wir dieses Programm eben wirklich auf die Bühne bringen können mit großem Orchester und deswegen Riesenvorfreude. Wie groß ist die Herausforderung, auch mit so einem großen Orchester live, Open Air dann auch noch, das umzusetzen, zu realisieren? Das wird, glaube ich, super funktionieren. Also ich habe ja schon gehört aus der Vergangenheit, es klingt gut hier und das Orchester ist super. Wir sind da eingespielt, also das wird gut. Wenn du auf die bisherigen Konzerte deiner Künstlerresidenz hier in Monheim zurückblickst, hast tolle Gäste für viele Konzerte gewinnen können. Max Mutzke, Cassandra Steen, Mark Plati und viele, viele andere. Wenn du so zurückblickst, wie zufrieden und auch ja, glücklich vielleicht bist du mit dem bisher Gespielten hier? Das war allesamt ein tolles Erlebnis. Es ist einfach schön, für so eine Bandbreite eingeladen zu werden und so eine Bandbreite und unterschiedliche Dinge machen zu können. Das waren ja auch alles irgendwie ganz spezielle Konzerte. Und insofern war das und ist nach wie vor eine ganz tolle Zeit hier in Monheim für mich. Lass uns mal ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang sprechen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich ein Kreis schließt, weil das wäre vielleicht so ein bisschen final, das will ich dir nicht sagen. Aber du kommst ja auch vom Orchester, sage ich mal, durch deine musikalische Grundausbildung. Jetzt. Ja, ich habe auf jeden Fall mit Klassik begonnen. Ja. Erst mit Klavier, dann mit 10 kam so die Trompete dazu. Und Jazz habe ich erst später für mich entdeckt. Aber ich sag mal so, Jazz hat auf jeden Fall die meiste Zeit so meines aktiven Musikerdaseins geprägt, aber Klassik ist natürlich nie ganz verschwunden und das macht total Spaß, jetzt auch mal wirklich mit einem großen Orchester zu spielen, weil das ist einfach ein Sound, in dem man sich so als Spieler wahnsinnig reinfallen lassen kann. Und hier kommen eben jetzt unterschiedliche Welten zusammen. Meine Musik, die von Jazz geprägt ist, eben mit klassischem Orchester und mit dieser Klangfülle und dieser Dynamik, das macht einfach riesen Spaß. Was hat dich an dem Instrument Trompete fasziniert? Auch Sound, wirklich. Also es war so, dass ich damals, als ich mir die Trompete ausgesucht habe, war ich begeistert von diesem, ich sag mal, klassischen irgendwie Klangideal, wie man es kennt. Also so die strahlende, so ein bisschen heroische von der Trompete. Und es ist nach wie vor eigentlich so, dass der Sound oder die Klangmöglichkeiten, die man überhaupt mit dem Instrument hat, so dass das ist, was für mich nach wie vor Trompete total spannend macht. Und weil es eben neben diesem klassischen Klang gibt es eben auch die Möglichkeit, total weich zu klingen, warm, filigran, brüchig. Man kann aber auch richtig losrocken und man hat so eine Ausdrucksbandbreite, die ist eigentlich sehr nah an der menschlichen Stimme. Und das fasziniert mich nach wie vor. Jetzt hat Patrick Hahn auch gemeinsam mit dir beim Album Continuum, gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester mitgewirkt. Wie sehr hat er die Arbeit an diesem Album auch final wirklich mitgeprägt? Na, der Dirigent ist natürlich der wirklich das Orchester klingen lässt, wie es denn klingt. Also wir haben uns natürlich im Vorfeld sehr viel abgestimmt, über die Stücke, über die Kompositionen gesprochen. Das sollte jetzt hier so und so klingen. Aber wirklich die Umsetzung, also das muss natürlich dann über den Dirigenten erfolgen. Also der muss dann im Prinzip meine Ideen übersetzen auf eine Art fürs Orchester. Und das Orchester eben auch so führen, dass es klingt, wie wir uns das vorher gedacht haben. Und das hat er halt großartig gemacht.
Wie funktioniert das? Weil so ein Jazzmusiker, der du ja bist, ist für mich so ein Freigeist, sage ich mal, auch auf der Bühne, logischerweise. Wie funktioniert das in Kombination mit einem Dirigenten und einem großen Orchester? Ja, das stimmt. Also natürlich irgendwie im Jazz wird auch viel improvisiert, aber trotzdem auch bei meiner Musik vorher war es schon immer so, ich habe auch alles notiert. Also so, meine Komposition habe ich immer schon aufgeschrieben und jetzt bei knapp 60 Musikern muss man natürlich, gerade für die klassischen Kolleginnen und Kollegen, muss man natürlich alles ausnotieren. Aber ich glaube, das Freigeistliche, das kommt dann beim Spielen. Also so die Arbeit vorher ist wahnsinnig detailliert, also so natürlich die ganzen Noten zu schreiben, die Partituren und Parts und so auszuschreiben. Und das Freigeistige, das kommt dann, dafür gibt es dann aber trotzdem noch Raum beim Spielen. Und es gibt auch für mich nach wie vor Stellen oder auch längere Strecken, wo ich improvisiere und die klassischen Musikerinnen und Musiker dann natürlich nicht. Aber ich halt im Wechselspiel mit dem, was für die notiert ist. Und irgendwie so das Freigeistige, das ist dann auch eine Haltung. Und dafür ist dann immer noch Raum. Okay. Und wir können es live erleben, hier bei der Marienburger Sommernacht, 18.06. Ja. Wir freuen uns drauf. Nils, danke für die Zeit. Komm, wir gehen noch ein bisschen weiter.